mal bauen, weil jetzt latschen die nämlich schon wieder da die ganze Zeit rum. Ja, es ist halt, man vergisst es, ne? Man vergisst es einfach und ja, dann war's das halt mit dem Portal. Dann laufen alle Zwerge los und dann, ich will nicht sagen, man kann sich das Portal dann sparen, aber dann brauchen die halt wieder ewig, bis die wieder dahin gelaufen sind und dann wieder zurückkommen, etc. So, okay, hier brauche ich auch auf jeden Fall noch eine Fackel und hier pflanze ich auch mal eine Fackel hin. Oh, das Portal ist gleich schon wieder weg, ja, fülle ich erstmal wieder auf, weil, ja, das sieht eigentlich ziemlich gut aus, das würde ich eigentlich ganz gerne auffüllen. So, und jetzt schaffe ich mir hier mal so einen kleinen Weg rein. Anscheinend sind die arbeitslos hier zum Teil. Tja, wäre natürlich schön, wenn irgendwer hier sich mal diesem hier annimmt, wa? Ja, das ist auch immer so ein bisschen, also ich, das ist halt nicht wirklich Bug, aber das ist halt, das nervt, ne? Das ist halt, ich mache hier halt so einen Weg, den sie nehmen sollen, und dann läuft es darauf hinaus, dass einer irgendwas davon abholzt, dann bleibt er einfach stehen und wartet, dann kommt irgendein nächster von, weiß ich, von welcher Entfernung an, und dann macht er das nächste und so weiter, statt dass halt einer da sozusagen mal den Weg von vorne nach hinten durchmachen würde. Das funktioniert halt so leider nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ah, hier ist schon der fortgeschrittene Bau. Also dieses Gerüst ist für den Bergbau, also meiner Ansicht nach, unabdingbar. Und deswegen werde ich hier auch versuchen, sobald ich jetzt, also ein bisschen Kohle baue ich jetzt ab, und sobald ich dann da unten das Eisen abgebaut habe, werde ich versuchen, das hier zu machen. Dann die grundlegende Bewaffnung. Da kann ich auch den Hornzauber einsetzen. Dann die grundlegende Befestigung und dann kann ich halt den fortgeschrittenen Bau machen. Und sobald ich das Gerüst habe, werdet ihr sehen, was ich meine. Das ist einfach, ja, denn das Gerüst, naja, ich zeig's euch nachher. Ich brauche euch jetzt hier nicht voll quatschen und erzählen, was da passiert. Ich kann es euch einfach bald zeigen. Buch des Jägers, braucht keiner. Also sowas wie Buch des Jägers kann ich ja jetzt mal machen. Kann man dann halt auf jemanden packen, der bereits Jäger ist. So, der kriegt dann halt nicht wie normalerweise sozusagen die 10, sondern der kriegt dann halt ein bisschen weniger, in dem Fall jetzt 9. Ja. Und ansonsten Koch. Ja. Koch. Wenn du bereits Koch bist. Ach, interessant, der hat jetzt. Ah, okay. Na gut. Koch kann auch gleichzeitig noch Bogenschütze sein, oder? Das macht ja Sinn. Weil sobald ich bauen kann, möchte ich auch gerne Bögen bauen. Werde ich nachher nochmal zeigen. So, auch der hier kann Bogenschütze sein. Was war der noch? Fischer. Hatte ich hier nicht Fischer? Nee, Schwimmer. Schwimmer. Ja. Also viele Sachen davon sind halt, die sind halt nicht wirklich, also hier Kletterer, das interessiert mich nicht, also was soll das, ob jetzt, das ist kein sinnvoller Beruf. Aber andere Sachen wie Bergarbeiter wäre halt total klasse, wenn wir Bücher finden, die Bergarbeiter haben, die würde ich dann halt nicht ihm geben, sondern jemand anderem. Damit auch jemand anders halt besser wird in dieser Disziplin. Und das ist dann eigentlich quasi das Wichtige. Also ich verstehe wirklich nicht, was das jetzt soll. Warum macht das hier niemand? Das macht doch gar keinen Sinn. So, das war jetzt wirklich ein Bug. Ich glaube, die hätten hier bis zum Nirvana gestanden. Und jetzt ist doch wieder das Gleiche, oder? Da ist ein Portal, was übrigens auch gerade nicht da ist. Interessant. Und keiner will das hier abholzen, obwohl das einwandfrei möglich wäre. Okay, gut. Wir lassen das jetzt, weil, ja, das Ganze ist halt, naja, ich habe es schon 100 Mal gesagt, es ist so viel einfacher, wenn wir da jetzt schon diese Gerüste hätten. Und deswegen machen wir das jetzt einfach so, gehen hier direkt aufs Eisen und überlassen den Rest halt
dann den Zwergen, sobald. Was ist denn jetzt passiert? Sobald es möglich ist. Ach, jetzt sind die hier runtergegammelt. Ey, Mann, das ist echt blöd. Also, die Zwerge sind echt blöd. So. Okay. Ich weiß nicht, was hier unten ist. Vielleicht packe ich hier tatsächlich mal so ein Zauberlichtchen hin. Nee, packe ich hier. Doch, packe ich. Ah, cool. Hier ist zum Beispiel Gold. Gold ist sogar relativ selten. Oh, hier drüben ist auch nochmal Gold. Ah, und hier sind Ziegel. Und Ziegel... Ja, das ist interessant. Ich glaube nicht, dass ich hier rüberkomme. Nee. Dort ist meistens irgend so ein größerer Boss. Ich sag jetzt einfach mal größerer Boss. Also da ist meistens irgendjemand... oder irgendetwas natürlich meistens, was ja einem das Leben besonders schwer macht. Ah, jetzt kommen die da nicht hoch, die Ampel. Oh, es ist echt unglaublich. Okay, ich dachte schon, er ist jetzt da wieder in so einer Schleife gefangen. Er soll das nicht machen. So, ich werde jetzt gleich mal gucken. Fische, na super. Okay, dann werde ich mal hier eine Fackel hinsetzen. Hier außen nochmal. Und hier vielleicht noch eine. Und naja, wenn ich schon dabei bin, packe ich auch mal hier noch eine Fackel hin. Weiter oben werde ich erstmal noch keine hinpacken. Ich will nicht, dass die hier sich hier wieder beim Hochklettern alle Knochen brechen. Was garantiert passieren wird. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Die fortgeschrittenen Eisenarbeiten. Eine Schmiede hatte ich ja schon, ne? Habe ich eine Schmiede? Ne, eine Schmiede habe ich anscheinend noch nicht. Ah, okay, interessant. Eisenerz, 20 habe ich davon jetzt. Und Wasser, 3, aber davon brauche ich ja auch zum Glück nicht viel. So, jetzt kann ich mir hier mal die Schmiede hinsetzen. Ah, die ist auch ziemlich groß. Aber gut. Ist ja nicht schlimm. So, das Buch des Fischers muss ich hier wahrscheinlich noch... Ah, genau. Irgendwer war doch hier Fischer, oder? Hier, komm. Nimm es. So. Und hier wird jetzt gerade noch ein bisschen Silber abgebaut. Das brauche ich jetzt theoretisch noch gar nicht. Aber ich will es halt... ja, ich nehme es jetzt einfach mal mit. Wohl wahrscheinlich sinnvoller wäre. Warte mal, habe ich jetzt die Schmiede da schon hingebaut? Okay, die Schmiede habe ich da schon hingebaut. Das heißt, ich kann jetzt hier die fortgeschrittenen Eisenarbeiten machen. Und sinnvollerweise, also ich dafür wäre die Schmiedeschürze, aber die brauche ich nicht, weil mir ist nicht so wichtig, dass jemand schneller schmiedet. Steigeisen, Effizienz, Kletterfertigkeit brauche ich nicht. Mir ist das völlig egal, wie schnell die klettern. Oh. Das heißt, ich werde jetzt mit Eisenaxt und Eisenspitzhacke versuchen, das Ganze fertigzustellen. Ich habe 8, das heißt, ich möchte auch, wenn es geht, 8 von jedem bauen. Was jetzt, wie ich gerade sehe, mit der Spitzhacke auf jeden Fall nicht funktioniert. Da fehlen mir noch 2, ne? Ja, genau. Das heißt, ich muss insgesamt noch 4 Eisenerz sammeln. Das klingt nach einer machbaren Aufgabe. Da ist gerade schon 1 gefallen. Hier fällt das 2. Da komme ich nicht ran. Hier könnte... Das kann ich einfach noch mitnehmen. Naja, dann nehme ich doch das hier mit. So. Und wenn die das dann alles mitgenommen haben... So, ich fülle das hier nochmal auf. Das brauchen sie auf jeden Fall. So, okay, da liegt jetzt noch 1. Und da kann ich gleich noch 1 abbauen. Was ich, dann brauche ich das hier theoretisch gar nicht. Aber das kann ich auch einfach lassen. Ist eigentlich egal. Verstärke eine Bewaffnung. Okay. Ja, klingt gut.
eine Holzmauer habe ich bekommen, danke. Und ein Blätterbett. Also, die Belohnungen finde ich teilweise halt echt merkwürdig, weil was soll das? Ich schließe hier fortgeschrittene Eisenarbeiten oder was das war ab und kriege ein Blätterbett. Das hat überhaupt keinen Bezug, finde ich. Also, ich meine jetzt nicht mal, dass es nicht zusammenpasst, weil es ja nicht aus Eisen ist, sondern ich meine einfach, es ist halt so krass viel schwächer, das macht doch gar keinen Sinn. Dieses Blätterbett ist doch von, weiß ich nicht, Anno Domini irgendwann. Und die Eisensachen, naja, die habe ich halt quasi gerade erst, also die kann ich jetzt gerade erst machen, seit wenigen Sekunden. Sehr merkwürdige Sache. So, er hat jetzt, ach so, er macht jetzt anscheinend abwechselnd, aber ist ja egal, ich weiß ja, ich brauche davon noch 55 Holz. Ihr seht's, es muss wirklich fleißig daran gearbeitet werden. Ah, und ich baue jetzt hier noch so eine blöde Schürze, nicht weil ich sie bräuchte, sondern einfach um die fortgeschrittenen Eisenarbeiten fertig zu machen. Weil man hat's ja gesehen, die wären halt nicht fertig geworden mit den Hacken und den Beilen und so weiter. Das hätte halt nicht gereicht. Ah, blöd. Jetzt laufen die alle zurück. Ich überlege, was ich jetzt mache. Ob ich die jetzt zurückhole, indem ich das Dings hier benutze. Oder ich glaube, das macht auch nicht so richtig viel Sinn. Ja. Weil dann rennen sie ja alle rein und sobald sie da sind und ich das Ding wieder deaktiviere, rennen sie ja alle wieder raus. Ich habe halt noch 8 Minuten, okay, das ist jetzt nicht so wenig, bis der nächste Bossfight bevorsteht. Ich würde natürlich gerne bis dahin auf jeden Fall diese Eisenarbeiten abschließen. Aber das sollte auch klappen, denke ich, oder? Ich guck mal an, welcher Zwerg ist denn das hier? Ja, das ist der Schmied, das ist natürlich perfekt. Der hat jetzt auch schon in großen Anführungsstrichen schon 11. Ja, also er hat jetzt, glaube ich, ja, er hat jetzt 4 Äxte und 4 Spitzhacken hergestellt und hat dafür einen Punkt bekommen in der Schmiedekunst. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also herzlichen Glückwunsch an der Stelle an Prong. Ja, sehr gute Arbeit bisher. Oh, jetzt heißt's ab in die Bude. Da sind sie nämlich schon wieder, die Schweinepriester. Ach ja, die, klar. Direkt vor meiner Haustür haben sie sich hingepflanzt, wa? So, und jetzt heißt es bitte alle ab in die Falle. Und sobald die Kollegen hier angreifen, wird hier bitte abgewehrt. Oh, der ist aber beschädigt, krass. Ach ja, die können ja durch Türen laufen. Ist das nervig, ey. Die sind echt nervig. Und jetzt sage ich euch mal noch ein Problem, was mit diesen Viechern. Ich habe ja bisher hier so eine richtig schlechte Waffe. Ich glaube nicht, dass die mit den Waffen angreifen können. Ich werde die jetzt trotzdem schon mal verteilen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die... Da denke ich jetzt, glaube ich, an... Terraria zum Beispiel, wo halt auch diese normalen Waffen natürlich einen gewissen Teil an Schaden machen. Sie sind logischerweise nicht so effektiv wie richtige Waffen, aber sie machen halt Schaden. So, das ist aber, glaube ich, hier nicht der Fall. Ey, Kollege, jetzt lass doch mal den Quatsch hier. Jetzt greif doch mal an. Er steht hier und meckert, dass er nicht langlaufen kann. Das ist wirklich eine Frechheit mit euch hier. Ja, es fällt schon wieder ein Zwerg. Ist das mehr? Es sind schon 2 Zweige gefallen, fällt mir dabei ein. Nicht ein, sondern auf. So. Oh, übel. Üble Geschichte. Jo, jetzt ist die Frage. Was machen wir? Jo. Oh, und in 5 Minuten kommt der Endgegner hier. Was ich interessant finde. Ach so, die wollten mir nur was. Also, nur in Anführungsstrichen was klauen. Das war auch nur ein so ein Fleischstück oder was? Das kann doch gar nicht sein. Hätte ich das etwa einfach nur zumachen müssen? Nein, das wäre ja lächerlich, oder? Das wäre ja total lächerlich gewesen. So.
Okay, das ist jetzt natürlich echt ein Problem. Weil damit, ich habe damit auch ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass die so erbärmlich schwach sind. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich nicht irgendwas Besseres bauen kann. Nee. Ich habe bisher nur eine Waffe und das ist die Keule. Ist ja schon ein bisschen lächerlich, wa? Ah, okay. Das heißt, wäre ich jetzt fertig mit den Eisenarbeiten, könnte ich danach diese Stahlkeule und sogar die Bögen bauen. Das wäre extrem wichtig. Oh. Jetzt muss ich natürlich überlegen, was mache ich jetzt, ne? Wecke ich den Typ jetzt auf, damit er schnell hier fertig baut? Damit wir danach Bögen anfertigen können? Aber auf der anderen Seite, die bringen mir doch nichts, wenn die hier... Der liegt schon unterm Bett. Ja, der ist tot, klar. Die bringen mir ja nichts, wenn die ein Herz haben. Ich glaube aber, ich sollte sie aufwecken. Und sollte halt dafür sorgen, dass die... dass die die Mauern hier ab... Dass die Leitern hier abbauen. Ja. Ich muss die auf jeden Fall aufwecken. Ich muss die auf jeden Fall aufwecken. Ja, Zwerge dürfen die Unterkunft nicht verlassen. Vielen Dank für die Information. Nee, was machst... Nee, halt, stopp. Was macht ihr jetzt? Ein Glück, ich dachte jetzt rasten sie völlig aus. Oh nein, oh nein. Ach, die gehen nur dem hinterher, war ich dachte schon, jetzt fangen die hier an zu randalieren. Ne? So, und das heißt, dann muss ich einfach gleich... Die sollen mir jetzt hier die Dinge abbauen. Und dann packe ich ihnen einfach das Teil hier in die Mitte. Die können ja jetzt, können ja theoretisch dann nicht mehr hochklettern, ne? So. Das heißt, jetzt packe ich ihnen das Ding hier hin. Die sollen jetzt hier alles fertig abbauen. So. Ich meine, das hier sieht ja echt ziemlich gut aus. Hier können die ja... Also klar, sie können sich halt... Einer muss unten den Schützen spielen. So. Nee, und jetzt geht ihr in die Unterkunft. Okay, und jetzt möchte ich gerne... Moment. Von denen hier habe ich, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich habe und wie viel ich brauche. Muss jetzt erst, ach so, ist das blöd. Hm. Gut, ich fertige jetzt davon einfach mal was. Ich fertige jetzt einfach mal zwei. Und hiervon fertige ich jetzt einfach mal auch zwei. So, und du, Kollege, fertigst das jetzt mal. Und die anderen? Du gehst dich ausruhen. Du gehst dich ausruhen. Und du gehst dich ausruhen. Und in einer Minute 20 habe ich ja dann einen neuen Zwerg. Der ist ja dann voll ausgeruht. Dem kann ich ja dann auch gleich eine Waffe in die Hand drücken. Auch wenn es nicht wirklich effektiv sein wird. Also, eher nicht wirklich effektiv sein wird. Da er ja wieder auch nur so einen Knüppel hat. Aber damit habe ich jetzt, muss ich gestehen, echt nicht gerechnet, dass die so stark sind. Ich dachte, mit der Anzahl an Zwerge, ich meine, 8 Stück hatte ich jetzt. Gut, die waren zum Teil nicht wirklich voll, das muss man dazu sagen. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass mich so ein hässliches Goblin-Lager jetzt hier im Verhältnis so stark ausnockt. Hätte gedacht, dass ich die relativ leicht fertig mache. Neue Aufgabe. Ah, okay, perfekt. Jage ein Tier. Ja, das mache ich demnächst mal. Aber nicht jetzt. Jetzt gerade habe ich größere Probleme. 1 Minute 30. Und die Freunde hier nerven mich auch. Was ja echt schade ist, ist, dass die sich gegenseitig nicht bekämpfen. Das würde mir ja jetzt noch fehlen. Dass mir dann meine Viecher hier dabei helfen. So, okay, der liefert jetzt schon mal die Dinge ab. Das ist ja schon mal schön. Aber am besten legt er sich jetzt auch schlafen, oder? Oder sollte er vielleicht noch einen Bogen? Nee, er baut jetzt noch einen Bogen. Drei?
Bei 8 so habe ich wahrscheinlich 4 Nahkämpfer und 4 Fernkämpfer. Ich lasse ihn jetzt einfach mal 4 Bögen bauen. Wobei mir jetzt gerade einfällt, du ruhst dich aus, genau. Und du baust das. Ich weiß nicht, ob du überhaupt Tischler bist. Also, du bist natürlich kein Tischler, das wäre jetzt krasser Zufall. Du bist Müller. Aber darum geht's auch gar nicht. Viel wichtiger ist, dass du ausgeruht bist und der andere nicht. Und ich möchte natürlich zumindest meine Chancen maximieren. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt keine großen Chancen, dass ich das wirklich schaffe. Ich habe einfach nur die Hoffnung, verdammt, jetzt kommen wir noch von der Seite. Na gut. Ich habe einfach nur die Hoffnung, dass die halt nicht vernünftig hier rankommen und dann, bevor halt der Tag anbricht, das Ding schon halb gegessen ist. Weil in 37 Sekunden bekomme ich auch wieder einen neuen Zwerg. Und ja, okay, der hier ist jetzt auch schon fertig. Perfekt, der bringt die Bögen rein. Das ist jetzt natürlich perfekt. Denn jetzt kann ich schon mal die Ausrüstung machen. Genau, er hat jetzt hier einfache Pfeile. Die geben keinen Plusschaden. Aber der Schaden dieser Holzbögen ist mit 20 auch einfach mal schon ein gutes Stück höher. Ich bin da nicht ganz sicher, aber es könnte sogar sein, dass die, dass es auch noch eine höhere Schussrate hat. Vielleicht ist die aber auch schon mit einberechnet, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. So. Also. Ja, und die anderen müssen jetzt natürlich, beziehungsweise der andere muss jetzt natürlich eine Keule bekommen, weil mehr gibt es jetzt gerade noch nicht. Okay, das ist hier die Gesamtarmee. Der hier ist widerwärtig. Oh Mann, der ist echt hart. Oha. Das ist wirklich gar nicht so schön. Okay, die hier gammeln noch. Das ist sehr gut. Ah, und okay, der Schildkumpel ermöglicht seinen Freunden hochzugehen. Das tun sie auch. Ja. Gut, ich werde jetzt mal... Oh, und dort auch noch. Okay, ich weiß ja, wenn ich darauf klicke, dann... naja, es wird es quasi wieder zurückgesetzt, aber das will ich natürlich eigentlich nicht machen, weil ich will ja jetzt nicht... Ich will ja nicht durch Cheaten gewinnen oder irgendwas, sondern ich will das ja eigentlich so schaffen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt... Da passiert ja nichts. Also vielleicht wäre es doch... Vielleicht war es sogar dumm, dass ich die Leitern abgerissen habe. Ich hätte mir auch vorstellen können... Huch, was, ich hab mich gerade schon wundert, was der da macht. Gehst du mal bitte da weg? Moment. So. Man kann die nämlich übrigens auch steuern. Wie ihr gerade gesehen habt, wenn ich den hier halt auf Steuerung klicke, dann kann ich hier halt so ein bisschen Mist machen. Aber das wollte ich natürlich nur machen, damit der jetzt nicht, wenn die hier das Ding hier durchknüppeln, dass der dann nicht runterfällt, weil das wäre ja nur richtig dämlich. Dass der Erste dann schon mal hin ist, weil er da durchgefallen ist. Nicht darüber laufen, Kollegen. Oh, nein. Oh, ey. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Aber gut, das Schöne ist, dass sie zumindest da drauf stehen können. Okay, die... Ah, das ist schon mal cool, dass die von... Ah, ja, also super. Also toll. Ich sehe schon, also er schießt hier richtig fleißig rauf. Jungs, Jungs, was macht ihr da? Was macht ihr da? Ich versteh's wirklich gar nicht. Der Tag bricht an und das ist richtig perfekt für mich, aber was ihr da macht, ist mir wirklich mehr... Also, es ist mir... absolut unklar, was das da wird. Ey, und das hier ist ja das Schlimmste. Sie stellen sich dahinter und schießen in die Walachei. Okay, sie hauen ab. Perfekt. So, jetzt kommt hier erstmal wieder ein Stein hin. Ein Glück. Das war echt knapp. So. Leute, jetzt macht mal hier einen Punkt. Setzt da mal einen Stein hin, damit er jetzt hier wieder... Och, hat der wenig Gesundheit.
Unglaublich. Oh, Leute, jetzt macht doch mal keinen Quatsch hier. Nee, nee, nee. Warum? Achso, die sammeln das hier. Aber warum? Junge, du sollst schlafen. Ist das Ding immer noch kaputt? Nee. Junge, jetzt geht um... Achso, du kannst ja gar nicht. Ah, oh, ja, weil die ja natürlich keine Leitern sind, ich Idiot. Gut, okay. So, aber die Leiter hier brauche ich jetzt natürlich nicht machen, das ist ja nur völliger Quatsch. Okay, Leute. Ihr seht, es läuft noch nicht alles so rund, wie es laufen könnte. Aber wir haben auf jeden Fall einiges diese Folge geschafft. Wir haben geschafft, unser Haus vernünftig zu bauen. Wir haben geschafft, unten einiges an Eisen abzubauen. Und damit eben diese, fortgeschrittene Eisenarbeit zu beenden. Und können jetzt eben in Kürze dann auch, kann ich euch das Gerüst zeigen, das werde ich wohl in der nächsten Folge hoffentlich machen können. Ja, also erstmal müssen wir natürlich hier wieder aufrüsten. Wir haben jetzt schon wieder 8 von 8 Zwergen, das ist natürlich schön. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, müssen wir hier erstmal wieder ein bisschen, ja, ich muss erstmal wieder alle Ausrüstungsgegenstände verteilen, obwohl das kann ich im Endeffekt jetzt schon machen. So, auch die neuen Ausrüstungsgegenstände übrigens. Also wir haben ja jetzt auch hier neue Sachen. Wir müssen eigentlich wäre es wirklich sinnvoll, wenn wir, oh, eine Spitzhacke brauchen wir noch, wenn wir auch die Goblins loswerden. Das wäre wirklich gut. So. Okay, so viel aber dazu. Weiteres in der nächsten Folge. Ich sag bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Schwingeldieter.